Heute in diesem Video zeige ich dir, was ein Industrieroboter ist und wie er aufgebaut ist. Servus, mein Name ist Werner Hampel von der Firma Robtech GmbH. Ich bin seit 30 Jahren Roboterexperte, bilde seit 10 Jahren mit meiner Firma Robtech hier im Schulungszentrum in Mainburg Roboterexperten aus. Ich bin Gründer und Betreiber der beiden größten Roboterforen weltweit. Und heute in diesem Video zeige ich dir, wie ein Industrieroboter funktioniert und wie er aufgebaut ist. So ein Industrieroboter, wie wir ihn hier haben von der Firma KUKA, wird größtenteils in der Automobilindustrie eingesetzt. Ihr kennt bestimmt diese Filme, wo diese Hunderte von Robotern diese Autos zusammennageln. Aber die Roboter werden vielseitig eingesetzt, auch für einfache Handhabungsaufgaben, für alle möglichen Prozesse, um irgendwas zu schweißen, nieten, kleben etc. pp. Die meisten dieser Industrieroboter bestehen aus 6 Achsen und sind in einer Kette zusammengeschaltet. Dieses hier nennt man einen seriellen Industrieroboter, einen Knickarmroboter. Es gibt auch viele andere Roboter, Kinematiken. Wir beschäftigen uns heute mit diesem Knickarmroboter. Ein Knickarmroboter, übrigens, das Wort Roboter kommt aus dem Slawischen und bedeutet Fronarbeit. Sprich, Roboter nehmen uns Menschen schwere, eintönige Arbeiten ab. Und so ein Knickarmroboter mit seinen 6 Achsen kann ich hier mit diesem Programmiergerät bewegen. Ich habe hier einen Zustimmtaster, in dem ich dem Roboter die Freigabe kriege, dass er sich bewegen kann. Und ich kann hier über Tasten den Roboter bewegen. Achse 2, 3, 4, 5 und 6 da vorne dran. Also es sind so die Standardroboter mit 6 Achsen. So mit 6 Achsen kann ich in seinem Arbeitsbereich den Roboter so verfahren, dass er in jeder Orientierung einen Punkt anfangen kann. Sprich, wenn ich zum Beispiel schweißen will, dann will ich ja mit unterschiedlicher Ausrichtung den Schweißbrenner am Bauteil entlang führen. Gut, dieser Roboterarm, wie wir ihn hier sehen, man nennt ihn auch Manipulator, oder schlichtweg Roboterarm, hat folgenden Aufbau. Das fangen wir unten an der Basis des Roboters an, da wo die Stecker reingehen, wo der Roboter mit Strom versorgt wird und seine Signalkabel rein und rausgehen. Hier unten haben wir die verschiedensten Möglichkeiten, den Roboter zu versorgen mit Strom, mit Signalen, mit Luft und teilweise auch mit Wasser zum Beispiel. Geht hier unten rein, geht über den Kabelbaum des Roboters, der hier innen drin geführt ist, bis nach oben zu seiner Hand. Hier sehen wir die Luft, die ich hier unten reinführe, die kommt hier oben wieder raus, so dass ich hier frei bin von Kabeln und Schlauchpaketen und direkt den Roboter versorgen kann. Diese Achsen hier an diesem sogenannten Knickarmroboter sind nacheinander angereiht und wenn ich jetzt die erste Achse bewege, bewegt sich der komplette Arm mit. Bis hin zur 6. Achse, die nur die letzte Achse bewegt. Der Standardroboter geht bis hierher. Hier ist Ende bei der Achse 6. Und hier vorne dran kommt dann ein sogenannter, man nennt es Effektor oder das Werkzeug, das da vorne dran kommt, könnten die unterschiedlichsten Sachen sein. Je nachdem, was der Roboter arbeiten soll. Es kann ein Greifer sein, wie wir ihn hier haben, der irgendwelche Teile greift, von A nach B hebt. Oder es könnte ein Schweißbrenner sein, es könnte eine Klebedüse sein. Was immer der Roboter machen kann. Alles, beinahe alles, was eine menschliche Hand machen kann, kann so ein Knickarmroboter auch machen. Das schließe ich da vorne an und versorgt es mit Strom, mit Wasser, mit Luft, was immer ich brauche, über den internen Kabelbaum in der Regel. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine große Schweißzange habe, wo ich große Schweißstromkabel habe, die so dick teilweise sind, dann führe ich die auch außen am Roboter. Ist natürlich aber sehr praktisch, wenn der Roboter ein internes Schlauchpaket hat. Dieser Roboter, der von der Firma KUKA aus Augsburg hergestellt wurde, kann 6 Kilogramm heben. Wir können Roboter, es gibt verschiedene Roboter,
die bis zu 1000 Kilogramm heben können. Und es geht runter mit Kleinstroboter, die für 1 Kilogramm ausgerichtet sind. Was unfassbar faszinierend ist, das ist die Genauigkeit so eines Roboters. Ja? Die Genauigkeit von solchen Robotern fängt an bei Hundertstel Millimetern und geht hoch bis so in Zehntel Millimeter Bereich. Das sind aber sehr präzise Roboter. Auch ein 1000 Kilo Roboter kann bis zu 2 Zehntel Millimeter genau sein Werkzeug positionieren. Der Roboter positioniert auf unter 1 Zehntel Millimeter genau, selbst bei unterschiedlichen Temperaturen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich den Roboter bei 0 Grad Celsius betreibe oder bei 40 Grad plus. Der Roboter gleicht die Temperatur aus, er hat einen Temperatursensor in sich drin und je nachdem, wie sich der Roboter ausdehnt oder zusammenzieht, kann er das sogar ausgleichen. So ein Roboter muss ja auch austauschbar sein. Das heißt, wenn der tatsächlich mal kaputt geht, muss ich den rausnehmen können, einen neuen Roboter reinnehmen können und der muss sofort wieder weiter produzieren können. Auch das ist möglich mit sogenannten absolut genauen Robotern, die nochmal zusätzlich vermessen wurden, um eben diese ganzen Toleranzen, die ja auch in Achsen entstehen könnten, zu kompensieren. Also wirklich hundertprozentig austauschbar innerhalb kurzer Zeit. Zum Beispiel Automobilindustrie, wo hunderte von Robotern zusammenstehen, da kann ich einen einzelnen Roboter rausnehmen, einen neuen Roboter einsetzen, da kommt vorne wieder das Werkzeug dran und die Produktion läuft wieder weiter, weil dieser Roboter so exakt ist, dass er alles kompensieren kann, was er an eigenen Toleranzen hat und natürlich die Umgebung auch noch mit drin hat. Natürlich besteht so ein Roboter nicht nur aus diesem Arm und seiner Greifeinheit. Er wird angesteuert von einem sogenannten Controller. Dazu machen wir ein eigenes Video. Und an diesem Controller ist auch noch das Programmiergerät. Und auch dazu werde ich Videos zu jedem Roboterhersteller erstellen. Jetzt wollt ihr bestimmt einmal wissen, wie so ein Roboter denn da innen drin eigentlich ausschaut, dass der so genau arbeiten kann. Dafür habe ich euch einen Mitsubishi-Roboter, den ich hier hinten stehen habe, schon mal auseinandergeschraubt. Und ich zeige euch, wie der Motor eben tatsächlich die Achsen ansteuert. Hier habe ich einen Roboter der Firma Mitsubishi Electric. Der ist bei uns in der Schulung eingesetzt als Schulungsroboter. Und ich habe einmal die Arbeit gemacht, ich habe den euch hier runtergebaut. Und wir schauen mal hier rein, wie denn die Achsen funktionieren. Der Roboter übrigens kann 7 Kilogramm tragen und hat eine Reichweite von über 1,50 Meter im Radius. Jetzt gehen wir mal da rein. Und jetzt sehen wir hier einen Keilriemen, der hier hinten vom Motor angetrieben wird. Also hier hinten drin steckt der Motor und das Getriebe. Über den Keilriemen wird dann hier die Achse 5 angetrieben. Wenn ich mich hier mal bewege, seht ihr, dass sich da vorne die Achse 5 bewegt. Ja, ich brauche viele Umdrehungen, damit der überhaupt einmal einen Grad weit vorwärts fährt. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Keilriemen runter. Und jetzt sehen wir, wie sich der bewegt. Und hier hinten ist der Motor mit dem Getriebe drin. So. Diese Keilriemen muss man natürlich ab und zu mal austauschen. Die sind Verschleiß ausgesetzt. Diese Motoren, diese Getriebe müssen auch geschmiert werden. Diese Wartungen führen zum Beispiel wir von der Firma Robtec für die Firma Mitsubishi gerne durch. Hier sehen wir noch zusätzlich den Motor zum Beispiel von der Achse 6, der über die andere Seite angetrieben wird. Und so sind hier überall in diesem Roboter diese Motoren eingebaut und treiben eine Achse nach der anderen an. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel den Motor der Achse 1 anschaue, das ist so ein Riesenteil. Ja. Und hier diese Motoren, das sind so kleine Motoren für die Handachsen. Also hier zum Beispiel haben wir so einen Motor von einer Achse 3, wie er hier eingebaut ist. Schon ganz schöner Oschi. Und hier haben wir eben einen kleinen Motor, wie er hier vorne eingebaut ist. Der Motor dreht sich hier vorne die Welle und treibt damit ein sogenanntes bei Mitsubishi Harmonic Drive Getriebe an. Wenn ich hier hinten ganz viel drehe, bewegt sich hier außen die Scheibe nur ganz, ganz, ganz wenig. Und das ist das, was hier passiert. Der Motor in diesem Roboter wird angetrieben
in vielen, vielen Umdrehungen. Und hier die Bewegung, die wird sehr genau und feinfühlig und langsam durch eben diese Übersetzung, die man mit so einem Getriebe hat. Also hier der Zahnrahmen, der bewegt sich ganz, ganz, ganz langsam und ich brauche viele, 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 viele Umdrehungen, um den Roboter ein paar Grad zu bewegen. Hier habe ich noch was mitgebracht. Bei größeren Robotern setzt man keine Harmonic Drive Getriebe ein, sondern zyklische Getriebe. Und die funktionieren so. Ich drehe hier hinten. Ja, ganz interessante Kinematik hier da drinnen. Und die bewegen sich dadurch auch ganz langsam. Also das ist für größere Lasten das Ideale. Das ist für kleine Roboter das Ideale, um einfach auf kleinsten Raum ein Getriebe hinzubringen, das eine große Übersetzung bringt. So wie wir zum Beispiel mit dem Fahrrad natürlich auf den Berg rauffahren. Wenn wir den direkt antreiben würden, den Hinterrad, dann würden wir uns hart tun. Natürlich, wir treten viel, viele, viele Male und das Hinterrad bewegt sich langsamer. So kriegen wir mehr Kraft in das Ganze rein. Hier geht es darum, viel Kraft und gute Präzision hinzukriegen. Dafür hat dieser Motor, der Motorteil von diesem Kasten ist nur der untere Teil. Hier ist die Motorspule drin, der diesen Bolzen hier antreibt. Auf der Hinterseite, da ist die Bremse drin, dieses Motors. Das heißt, wenn der Roboter gestoppt wird, muss er natürlich sofort stehen bleiben. Da kommt hinten die Bremse rein. Die Rückmeldung, in welcher Umdrehung dieser Roboter sich befindet, das kommt über dieses Kabel an den Controller zurück. Also der Motor meldet ständig zurück, in welcher Position er tatsächlich steht. So kann der Roboter eben diese Präzision ausführen und genau auf den Punkt, den wir haben wollen, immer wieder auf Zehntel und Hundertstel Millimeter genau anfangen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen zu verstehen, was denn ein Industrieroboter ist und wie so ein Arm funktioniert. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn dich das Thema interessiert und du gerne weiter informiert werden willst, abonniere den Kanal und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du auch wirklich die zweimal in der Woche daran erinnert wirst, dass wir ein neues Video hochgeladen haben und du so immer wieder neue, tolle, interessante Inhalte bezüglich Robotern bekommst. Wenn du noch weitere Fragen zu diesem Thema hast, kannst du es mir gerne unten in den Kommentaren hinterlassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dein Werner.